ist Naturwissenschaftler und Künstler, der uns angeschrieben hat, meinen Vortrag hier zu halten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es geht um grüne Künste. Rainer Schulz. Hallo zusammen. Ich möchte euch berichten von Grünhorn, Eron und Thanaton. Hat mit Kunst zu tun, hat auch ein kleines bisschen mit Quantenphysik zu tun. Keine Angst, die Quantenphysik halte ich auf Grundschulniveau, da könnt ihr alle mitkommen. Hier seht ihr welche. Im Grünhorn, Eron, im Erlanger Schlossgarten. Die Grünen sind die Grünhorn, die Roten heißen Eron, nicht Roton, Eron von Eros. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mir überlegt, was passiert, wenn ein Betrachter ein Kunstwerk wahrnimmt. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Ich verstehe es nicht, dann mache ich mir als Physiker ein einfaches Modell. Ich verstehe es dann immer noch nicht, aber fühle mich besser. Und das Modell ist, wenn irgendwas mit Kunst geschieht, dann werden Teilchen ausgetauscht, Wechselwirkungsteilchen. Dann war für mich die Frage, wie muss es aussehen? Als Künstler muss es Ding grün sein, es muss einfach sein, Beispiel Kugel mit dem Schwanz. Es muss zum Anfassen auffordern, muss eine haptische Komponente haben, bietet sich also Wolle an. Und hier seht ihr, was ich brauche, um diese Teile zu machen. Ich häkel die alle selbst. Und das Konzept hat sich schön weiterentwickelt, hat viele Dimensionen. Es hat ein ausgeprägtes Konzept, wo ich noch einiges zu sagen werde. Für mich ganz wichtig ist auch die inszenierte Fotografie. Und auch ganz wichtig die Interaktion mit den Leuten, während ich das mache. Gehen wir kurz ein bisschen aufs Konzept ein. Ich habe gesagt, Wechselwirkungsteilchen, wie kann man sich sowas vorstellen, dass durch Austausch eines Teilchens zwischen Menschen was passiert? Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Wenn die Leute nicht ins Wasser fallen, funktioniert es. Wir wissen sofort, wenn die zweite Person den Ball auffängt, werden die beiden auseinander treiben. Für einen Betrachter sieht es so aus, am Anfang sind sie zusammen in Ruhe. Wenn wir die Augen zumachen, sehen wir nichts, dann treiben sie auseinander. Die Wechselwirkung hat stattgefunden. Die Kunst, die Wechselwirkung in der Kunst wird über die Grünhorn gemacht, entweder eins oder gekoppelt. Die Lust, das, was Linde austauschen, ist ähnlich komplex. Habe ich auch nicht verstanden, habe ich ein Modell gemacht. Ich sage, da werden Eronen ausgetauscht. Und ganz interessant ist das Thema Inspiration, was ich damit auch erklären kann. Hier sieht man ein Beispiel Künstlerin mit ihrem Muso. Der Muso ist ja eine männliche Muse, gibt es auch. War ich auch schon, eine sehr schöne Sache. Am Anfang sind die beiden normal, sie wechselwirken durch Austauschen eines Grün- und Ehrenpaars. Danach ist die Künstlerin angeregt, sie ist inspiriert, der Muso ist auch angeregt. Je nachdem, wie es gelaufen ist, schläft er schon oder sucht gerade eine kalte Dusche. Hier sieht man so ein Pärchen, das jetzt ist in Duisburg an der Rheinpromenade auf der Suche nach einer Künstlerin oder Künstler, die inspiriert werden kann. Was mich ganz gewundert hat, man kann die Dinger sogar in Google Earth sehen. Das ist kein Scherz, könnt ihr nachgucken. Google Earth, Schlossgarten, wichtig ist, dass man die Fotos antickt, 3D wegnimmt, dann seht ihr sowas. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert, also mache ich mir ein einfaches Modell. Ich verstehe es dann immer noch nicht, aber ich fühle mich besser. Die Vorstellung ist, ich war mit meinen Grünhorn, Eron und Thanaton schon häufig im Schlossgarten, habe die da manifestiert. Und man weiß aus der Quantenphysik, dass Systeme in Superpositionszuständen sein können. Ich denke also, dadurch, dass ich so oft im Schlossgarten war, habe ich auf einer höheren Ebene dieses Ohn erzeugt. Und das kann man von Google Earth oder aus der Satellitenperspektive bei Google Earth sehen, durch irgendwelche atmosphärischen Quantenfluktuationen, keine Ahnung. Aber jetzt kommen wir von der Theorie weg vom Konzept, gehen wir in die Praxis. Wenn ich eine Ausstellung mache, dann installiere ich das Zeug. Wobei ich persönlich muss sagen, Ausstellungen sind eigentlich langweilig. Es ist viel Arbeit, bei der Eröffnung hört man ein paar nette Worte, dann passiert vor 4 Wochen nichts. Deswegen möchte ich unbedingt mal Petscha Kutscher ausprobieren, um ja, das unter die Leute zu bringen. Die Interaktion ist sehr wichtig. Links oben seht ihr Aufnahmen aus Frankreich, da war ich in der Champagne, wo der Erste Weltkrieg getobt hat. Da hatte ich sehr schöne Gespräche mit Franzosen auch zu dem Thema. Die typischen Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Kleine Kinder kommen, die checken aus, was halten die aus. Die hauen dagegen, treten dagegen, vollkommen unbefangen. Die Eltern, die dazugehören, reagieren unterschiedlich. Manche sagen, ist okay, mach es kaputt, manche halten zurück. Dann junge Mädchen, die fangen an zu gibbeln und zu kichern, wenn sie es sehen. Junge Männer sind ganz cool und machen da irgendwelche coolen Witze. Und Erwachsene halten sich eigentlich immer zurück. Also es ist ganz interessant. Aber es macht immer Spaß, diese Wechselwirkung.
Das ist jetzt ein Bild aus Russland, da war ich zum Plein Air. Das heißt, die anderen haben Landschaftsmalerei gemacht. Ich habe dann meine grüne Iron in die Landschaft gesteckt und fotografiert. Das war in der Schweiz im Engadin. Da war ich mal zu einem Land Art Workshop. Es war wunderbar. Also die Kälte hat man gespürt in der Nacht, die Höhe, das war ein intensives Naturerleben. Und da haben die Ironen wunderbar reingepasst. Da gab es so eine Ruine von einer kleinen Kapelle. Da konnte ich dann alle drei zum ersten Mal so richtig schön inszenieren. Das ist aus der Champagne wieder. Ich hatte im Winter eine Ausstellung im Stadtmuseum zum Thema Ersten Weltkrieg. Deswegen habe ich da auch was mit Thanatonen gemacht, also mit den Teilchen des Todes. An dieser Stelle ist einer meiner Vorfahren, mein Urgroßvater, gefallen. Der war als Soldat in Frankreich. An ziemlich genau der Stelle war er in der Artillerie und hat auf die Hügel da hinten geschossen. Das habe ich dann einen Tag lang so für mich als inszenierte Fotografie nacherlebt. Das ist ein Bild von dem Ehrenfriedhof in Erlangen. Es war auch eine sehr intensive Auseinandersetzung. Ich war einen halben Tag da. Man hört dann so die Geräusche, das Rauschen der Autobahn. Das ist eine ganz eigenartige Stimmung. Die Thanatonen habe ich eingeführt, eigentlich der Vollständigkeit halber. Im Sinne einer barocken Allegorie brauchte ich drei, um ein Universum zu machen. Ich habe so Kunst und Werden, Lust und Liebe, es fehlt noch der Tod. Also das musste einfach sein. Ich persönlich mag mehr so die barocke Pracht, deswegen bin ich auch so gerne hier im Schlossgarten in Erlangen. Wobei wir jetzt ja einen Landschaftsgarten haben, das war so die Weiterentwicklung der Barockgärten. Und es gab Landschaftsmaler, die haben diese Bilder gemacht und man wollte eigentlich ein begehbares Landschaftsbild haben. Und von einem dieser Maler, von dem Poussin, Nicolas Poussin, habe ich einige Elemente genommen und mein einziges Bild, was ich zu dem Thema gemalt habe, gemacht. Die Frage, wo kommt es her? Man braucht ja seinen Gottesgnadenkuchen, so die göttliche Legitimation. Und die habe ich mir durch Schaffung dieses Bildes hier gemacht. Da seht ihr also, wo wir herkommen. Und ich kann sagen, viel Spaß mit der Kunst, mit der Lust. Inspiriert euch, genießt die Grünohren und die Eberohren und haltet euch möglichst lange fern von den Thanatonen. Vielen Dank, Rainer.